Deine Freiheit hängt davon ab, ob du willens bist, dir eine App auf dein Handy zu laden. Erst dann kann man entscheiden, wie frei wir sein dürfen. Diese App ist nicht weiter gefährlich, sie trackt nicht und bleibt völlig anonym. Deswegen hat die Merkel ja auch in einem WDR-Interview gesagt, dass man durch diese App die Nachverfolgung sicherstellen kann von einer anonym arbeitenden App. Datenschützer, ein ganz großer Datenschützer, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, hat erzählt, wie geil diese App ist und wie anonym. Also das ist eine Blaupause für alle freiheitlich denkenden Staaten, die über Bluetooth funktioniert. Da hat diesen Näherungswert bei Bluetooth. Was sie völlig versäumen, euch zu erzählen, ist, dass natürlich diese Bluetooth-Geschichten, dieses Pairing von Handys natürlich jede Menge Datenkriminalität mit sich bringt. Du brauchst ja nur mit deinem Handy an jemand anders vorbeigehen, der auch Bluetooth hat, dann ziehst du ihm die Daten ab. Wie das im Einzelnen funktioniert, weiß ich nicht, aber es geht. Erwähnt kein Mensch. Ja? Viele andere Dinge erwähnen sie auch nicht. Was sie erwähnen ist, wie toll Merkel und Jens Spahn gearbeitet haben. Mann, die hatten von Anfang an alles im Griff. Alles. Ne? Und die haben auch nicht 14 Tonnen Hilfsgüter weggeschickt, als wir sie dringend brauchten. Oder jetzt die Nummer in Berlin. Zu geil. Ja? Trump klaut Deutschland die Atemschutzmasken. Ist nachweislich falsch. Die Welt schreibt es heute noch. Und so wird eine Lüge immer weiter aufrechterhalten. Das sind die gleichen Leute, die euch erzählen, dass man gegen Fake News agieren muss. Diese Berichte sind alle noch live, sind alle online, alle kann man hier einsehen. Ehrlich. Also ich will hier weg. Safsan Chaplin twittert, es ist gerade mal 10:35 Uhr und ich hatte schon vier Telcos. Und ihr so? Es ist gerade bei 10:35 Uhr und ich hatte schon vier Telcos. Und ihr so? Gut, ich denke, eine Krankenschwester wird dann sagen, ich habe schon verschiedene Tuben gelegt, mir sind drei Leute weggestorben und ich weiß nicht, ob ich überleben werde, weil ich habe keine Atemschutzmasken. Also, aber vier Telcos, hallo. Da muss man die erstmal nachmachen. Ja? Apropos Telcos, der Habeck hat ja erzählt, dass er ganz groß, dass er in der Lage ist, seine Wäsche zu machen, während er Telcos, also Telekommunikationsdingens, macht. Woran merkst du, wie konzentriert er bei der Sache ist, ne? Weil der muss natürlich. Ah, ist das jetzt Wolle oder ist das jetzt Kochwäsche? Ich weiß es nicht. Ja, nee, nach dem Atomkraft müssen wir dringend regeln. Und die Rechten. Weiß einer von euch, ob man das in die Waschmaschine packen darf? Habeck hat, wie gesagt, Habeck ist ganz weit vorne. Er hat ja auch in einem Interview gesagt, dass die Inkubationszeit sich alle 2 Tage verdoppelt. Das heißt, wir sind in 3 Tagen sind wir aus dem Schneider. Also bist du dann. Infektion sich durch, dass du erkrankst, da bist du schon lange tot. Ja. Was mache ich eigentlich hier? Das ist so. Ehrlich. Jetzt wollen sie den Globalismus zurückdrehen und wollen immer mehr Produktion wieder in die einzelnen Länder zurückführen, weil man festgestellt hat, dass es keine so schlaue Idee ist, mit Kommunisten Geschäfte zu machen, weil die nachweislich halt die ganzen Materialien zurückgehalten haben, zurückgekauft haben, lange bevor sie mitgeteilt haben, dass es denen nicht so richtig gut geht. Und ja, und jetzt sterben halt Leute, weil die Chinesen, aber das darf man ja nicht sagen, das ist vermutlich ist das rassistisch, also, ne, weil ich fasse es gar nicht mehr. Die grüne Jugend fordert jetzt ein Grundeinkommen, weil in der Corona-Krise brauchen wir das schnell, unbürokratisch und absichernd für alle. Das sind ja nur ein paar zig Millionen, die dann in Frage kämen und das Geld, der Staat hat ja gut gewirtschaftet und das stellt ja alles gar kein Problem dar. Ja. Also das sind ja nur 83 Milliarden pro Monat dann. Das ist unglaublich. Und dann gab es diese wunderbare Diskussion über den Mundschutz. Ne? Man muss sich vorstellen, also Jens Spahn sagte, wir sind gut vorbereitet. Das heißt, sie hatten über den Daumen gepeilt, hatte alle Nationen 40 Jahre, 4 Jahrzehnte Zeit herauszufinden, ist ein Mundschutz eigentlich eine Sicherheit für den Bürger? Ja, klar ist das eine Sicherheit. Das sieht man doch. Ne? Hör damit auf. Nimm das wieder ab. Mundschutz ist keine Sicherheit. Aber so ein selbstgenähter Mundschutz, der bringt doch was. Sei nicht albern, das kann doch gar nichts bringen, ist doch nur Stoff. Ja? Und die Viren, die kommen an der Seite vorbei. Ich habe das vorhin gelesen, das war so geil.
Die haben eine Demonstration, wenn mich nicht alles täuscht, war das gegen Castortransporte, haben sie erlaubt, wenn man denn nur die 1,50 Meter Sicherheitsabstand einhält und Mundschutz trägt. Also unter Mundschutz zählt mittlerweile auch ein Cowboy-Tuch, das man sich über die Nase zieht. Und das ist jetzt schon Mundschutz, das war vor 3 Wochen, war das noch ein Cowboy-Tuch, das man sich über die Nase zieht. So. Und diese Demonstration haben sie erlaubt. Also Hauptsache 1,50 Meter Abstand. Dieser 1,50 Meter Abstand haben ja nur eine Relevanz, wenn man wirklich zu zweit geht oder zu zweit unterwegs ist. Weil wenn alle nur 1,50 Meter Abstand haben, hast du eine große Masse von Leuten, die 1,50 Meter Abstand haben. Und da ist ein irres Aerosol, das in der Luft hängt. Also kann mich auch täuschen. Ja. Aber das ist ja bald kein Thema mehr, weil jetzt ja in Dortmund ist das, glaube ich, eine riesige Ramadan-Veranstaltung machen mit 50.000 Superspreadern. Das heißt, aus der ganz Deutschland kommen Moslems und feiern den Tag, was auch immer das für ein Tag ist. Und dann gehen die wieder zurück in ihre Heimatstätte, dort stecken sie ja wieder alle Leute an. Bam! Und dann haben sie das, was sie Boris Johnson vorgeworfen haben, diese Herdenimmunität. Also Herdenimmunität ist ja eigentlich nichts anderes als eine Durchseuchung. Aber Durchseuchung klingt so nach Nazi, ne? Wollen wir es mal alle durchseuchen lassen? Möchtest du Herdenimmunität? Herdenimmunität ist jetzt das oberste Ziel. Durchseuchung ist das oberste Ziel. Merkst du, das hört sich nicht so gut an. Der Stern schreibt, dass Österreich weit vorne ist. Bei denen bekommt man, da zeigen sie im Video, bekommt man Mundschutz sogar aus einem Automaten. Und die sagen, guck mal hier, die Österreicher. Und dann guckst du auf das Video und da steht unten drunter 15 Euro pro Stück. Also für so eine Maske 15 Euro. Alter, 15 Euro. Aber das ist weit vorne. Martin Sonneborn von der Partei freut sich, dass Boris Johnson auf der Intensivstation liegt. Und das ist wieder ein weiterer Beweis dafür, dass es nur Hass ist, wenn ich es mache. Es ist so unglaublich. Natalie Amiri. Ein Name, den man sich merken sollte, die wird es noch weit bringen. Die hat in den Tagesthemen einen Kommentar abgegeben zum Thema Viktor Orban und hat dort in einem, ich spiele das auch gleich mal ein, das ist einfach, das muss man für die Nachwelt aufbewahren. Das ist in einem Ton, der, wenn man sich das in Schwarz-Weiß und in ein bisschen flimmerig vorstellt und Unus pro omnibus, omnes pro uno. Einer für alle, alle für einen. Europäische Solidarität? Wenn man im Duden nachliest, was Solidarität bedeutet, steht da unbedingtes Zusammenhalten mit jemandem aufgrund gleicher Anschauungen und Ziele. Zum unbedingten Zusammenhalten. Dazu gehört auch eine gemeinsame Flüchtlingspolitik, eine Finanzpolitik nicht auf Kosten der Schwächeren und eine klare Abgrenzung zu Staaten, die nicht mehr demokratisch handeln. Denn im zweiten Teil der Definition heißt es, aufgrund gleicher Anschauungen und Ziele. Die haben wir mit der ungarischen Regierung nicht. Dem müssen sich auch endlich die europäischen Parteikollegen von Viktor Orban stellen, der ein Virus ausnutzt, um die Demokratie weiter zu demontieren. Ursula von der Leyen war nach Ungarns Notstandsgesetz besorgt. Wirklich, ich kann das Wort besorgt nicht mehr hören. Nach besorgt kommt nämlich immer nichts. Angela Merkel sagte heute, diese Pandemie wäre die größte Bewährungsprobe seit Bestehen der EU. Ich finde, es ist auch die größte Chance für uns zu zeigen, dass Europa kann. Wir sollten also weniger besorgt sein, sondern endlich ehrlich und gemeinsam mit unseren Partnern die ursprünglichen Ziele, die wir uns als EU vorgenommen haben, umsetzen. Es wird eine Zeit nach Corona geben, in der eine europäische Solidarität mehr denn je vonnöten ist. Europa wird einen neuen Marshallplan benötigen. Es muss Corona-Bonds geben oder wie immer wir die finanziellen Hilfen nennen. Es muss eine Abrechnung mit EU-Staaten geben, die meinen, die Demokratie zu unterwandern. Und vielleicht wird auch endlich die Einsicht herrschen, dass wir gemeinsam mehr schaffen als allein. Ich finde, wir haben bis jetzt gezeigt, dass aufgrund von Corona viel geht, von dem man dachte, es wäre unmöglich. Das erinnert an Zeiten, die die angeblich vorgeben zu bekämpfen. Ehrlich. So, und zumal das ja in Deutschland überhaupt nicht anders ist. Das ist ja ein Ermächtigungsgesetz, aber das Wort wird ja nicht benutzt, das sind ja Corona-Schutzmaßnahmen.
Und diese Corona-Schutzmaßnahmen, die gelten jetzt für immer, für immer, für immer, für immer, und immer, und immer. Und man wird sie ausbauen. Wenn du keine App hast, darfst du nicht raus. Demnächst gibt es dann den Chip, der beweist, dass du eine Corona-Impfung bekommen hast, von der du nicht weißt, ob sie dich gegen Corona impft. Angeblich sollen es ja 70-80% nur sein, die am Ende durchseucht sind. Ich gedenke, zu den 30% zu gehören, die das nicht sein werden. Und mich impfst du nur unter Waffengewalt gegen Corona. Jedenfalls nicht, bevor ich nicht weiß, wie viele Leute an der ersten Impfung sterben werden. Ja. So wie es schon vorher der Fall war bei anderen Impfungen. Jetzt hat die Welt wieder herausgefunden, dass es, dass jetzt die große Verschwörungstheorie rund um 5G gibt. Ich habe da ich weiß nicht wirklich viel von 5G. Was ich aber weiß, ist, dass es jede Menge Verschwörungstheorien gab, die sich jetzt im Nachhinein als wahr herausgestellt haben. Sei es eine Frau Merkel, die ganz offiziell von der neuen Weltordnung spricht. Oder seien es so Verschwörungstheorien wie, ist nicht schlimmer als Grippe. Ja? Vielleicht ist auch an 5G was dran. Ich will das jetzt erstmal nicht per se jedes Detail dort negieren. Ja? Es ist auf jeden Fall wunderbar, wie jetzt zurzeit die Merkel gehypt wird, obwohl sie im Prinzip gar nicht da war. Aber sie hat ja natürlich hintenrum macht sie, also Strippenzieher, also ohne die Merkel ginge hier gar nichts. Apropos, wo ist denn eigentlich der Frank-Walter Steinmeier? Ich weiß das immer noch nicht. Wo ist Frank-Walter Steinmeier? Man hat groß getitelt, dass die Queen als Chefin, als Oberhaupt der Briten sich jetzt zu Wort gemeldet hat. Hallo. Selten genug kommt das vor. Aber Frank-Walter Steinmeier, der ist nicht da. Ich vermute, wenn jetzt morgen irgendwo ein Anschlag von Rechten verübt würde, dann wäre er sofort da. Mit Kameras, mit Leuten und Schutz und einem traurigen Gesicht. Aber bei Corona scheiße was drauf, ne? Was braucht man denn da? Regierungsoberhaupt hat vielleicht mal ein paar Worte dazu verliert, wie in Zeiten der Krise müssen wir alle zusammenhalten und politischen Disput vergessen. Ja? Da hat einer von der AfD hat eine Quelle aufgetan in China, Hongkong glaube ich, er hätte 50 Millionen Atemschutzmasken besorgen können. Und hat das dann sofort an die Regierung, an die entsprechenden Stellen weitergeleitet. Und nach meinem Kenntnisstand haben die sich bis heute nicht dazu geäußert. Er hat dann explizit darauf hingewiesen, dass der Händler eine schnelle Antwort braucht, weil es gibt ja verrückterweise noch den einen oder anderen, der möglicherweise auch Bock auf 50 Millionen Atemschutzmasken hat. Da drängt sich so ein bisschen der Verdacht auf, dass man nicht möchte, dass die AfD gut dasteht. In Zeiten der Krise. Ja. Es geht ja immer weiter. Es geht ja immer weiter. Die ersten Zeitungen fangen ja auch wieder an, darüber zu erzählen, wie schlimm das mit den Rechten ist. Die Welt hat heute geschrieben, dass die Anschläge rechts, also 2019 war das Jahr der rechtsmotivierten Anschläge. So, was dabei immer gern vergessen wird, ist, dass jeder geworfene Stein und jede geworfene Flasche auf einen Polizisten ein linksmotivierter Tötungsversuch ist. Jeder Stein ist ein linksmotivierter Tötungsversuch. Besucht das mal in der Statistik. Wahrscheinlich haben die irgendwo bei 1 Million aufgehört zu zählen und dann haben sie gesagt, komm, lass das mal sein, das brauchen wir nicht. Ja, zieh mal davor das Hakenkreuz. Boah, ist das alles verrückt. Und ich bin drin. Und du auch. Ich will das so nicht. Mir hat gerade einer geschrieben, wäre doch schade, wenn die ganzen Leute abhauen, weil dann der Widerstand hier in diesem Land zum Erliegen kommt. Und ich frage dann immer so, was für ein Widerstand denn? Was denn? Ich sehe keinen Widerstand. Also, ich sehe Leute, die klatschen um 21 Uhr. Das hat erst angefangen. Das hat erst angefangen. Dieses Corona, ob es nun da ist oder nicht, wird uns noch die nächsten Jahre verfolgen. Weil es einfach so eine tolle Möglichkeit ist, so viele tolle Sachen zu machen, wenn man auf der richtigen Seite steht. Oder auf der falschen. Das ist eine Frage der Perspektive. Haut rein, passt auf euch auf und bleibt gesund. Auch hier.